Das ist ein Riesenmammutbaum. Diese Art kann über 80 Meter hoch werden. Bestimmt habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie Bäume es schaffen, Wasser von der Wurzel bis zur Kronspitze zu transportieren. Nein, ich erkläre es euch trotzdem. Angefangen bei der Wurzel wird das Wasser über Osmose aufgenommen. Das heißt, die Wassermoleküle bewegen sich von der höheren Konzentration im Boden zur niedrigeren Konzentration in die Wurzeln. Von dort gelangt das Wasser zu speziellen Leitbahnen, dem Xylem. Diese reichen bis zu den Blättern. Kapillarkräfte bzw. die Adhäsionskraft drückt die Wassersäule nun entgegen der Schwerkraft und ihrem eigenen Gewicht nach oben. Diese Kraft könnt ihr zum Beispiel beobachten, wenn ihr einen Strohhalm in ein Wasserglas steckt. Auch hier wird die Wassersäule im Strohhalm etwas nach oben gedrückt. Diese Kraft allein ist allerdings recht schwach und reicht noch nicht aus. Von entscheidender Bedeutung ist der sogenannte Transpirationssog. Wasser verdunstet über die Blätter bzw. die Pflanze gibt über Blattöffnungen Wasser ab. Treibende Kraft der Transpiration ist das niedrige Wasserpotenzial in der Umgebungsluft. Es entsteht ein Druck, der das Wasser durch die Leitbahn zieht, ähnlich wie wenn ihr mit einem Strohhalm trinkt. Damit der Transpirationssog aufrechterhalten werden kann, spielen auch noch die Bindungskräfte der Wassermoleküle untereinander, also die Kohäsionskraft, eine wichtige Rolle. Diese stellen sicher, dass die Wassersäule nicht abreißt und ist unter anderem für die Oberflächenspannung von Wasser verantwortlich. Fassen wir also zusammen. Mit Hilfe von Osmose, der Adhäsionskraft und der Transpiration im Zusammenspiel mit der Kohäsionskraft ist es Bäumen also möglich, ohne hohen Energieaufwand Wasser in große Höhen zu transportieren.